Hallo und herzlich willkommen, ich bin Slobaka. Weiter geht's mit König Roderico, dem zweiten Diaches von Asturien, mitten im Krieg. Und es sieht hervorragend gut aus, hervorragend ruhig. Hier 300 Mannen sind hier gerade am Einschiffen und wollen irgendwas in unserer Heimat machen. Aber ich glaube, das kümmert uns sehr wenig. Wir sind hier am Belagern der nächsten Stationen und dann sollte das nicht mehr allzu lange dauern, bis wir hier die 100% erreicht haben und dieses Herzogtum hier für uns beanspruchen können. So, jetzt hat sich die Fraktion um den Graf von Leon schon wieder aufgelöst. Die machen immer hin und her hier. Oh, und sie versuchen jetzt hier zurück Coimbra zu belagern. Jetzt hat sich die Fraktion wieder geschaffen. Also die sind offensichtlich nicht so stark und auch nicht so schwach, dass sie so genau wissen, was sie jetzt machen sollen. Diplomatische Expertise hat unsere Königin erhalten. Das ist schön. Königin Alinor. Diplomatie, was macht sie gerade für uns nochmal? Sie macht die höfische Politik. Mit plus 2, das ist natürlich echt auch ein Witz, ne? Aber gut, sie wird vielleicht gleich sowieso in die Domänenverwaltung hineinkommen. Weißt du, du kannst mal in der Zwischenzeit, Moment, aber durch die Diplomatie kriegen wir ja, das ist das Prestige, richtig? Bam, bam, bam. Effekt minus 1, weil wir zornig sind. Na super. So, ein neuer Diplomatie-Lebenswandel. Also, ich weiß nicht so ganz genau, ob wir das mit diesem Diplomatischen hier so richtig gut durchziehen. Persönliches Komplott können wir leichter machen. Jede unserer Freundbeziehungen gibt zwei zufällige Wertpunkte. Das ist vielleicht gar nicht schlecht. Ich glaube, wir haben zwei Freunde oder drei sogar. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir dann auch das alles erstmal noch machen müssen. Sollten wir uns nochmal auf irgendwas anderes hier, wo die Fruchtbarkeit ist jetzt auch nicht schlecht. Ja, wir lassen es mal, wir lassen es mal dabei und gehen mal hier die Runde weiter. Wir können damit einen Freundschaftskomplott nutzen. Schauen wir uns das doch mal an. Dann wissen wir wenigstens, was hier geht. Die Belagerung haben wir gewonnen, plus 25. Jetzt können wir da oben mal für Ruhe sorgen. Die Belagerung, ich glaube, das sollten wir auch mit unseren 2000 Mann hier schaffen. Wir sind bei 82%. Die hauen ab. Und Ehepartnerzuneigung pflegen. Also zum einen haben wir die Belagerung jetzt auch gewonnen. Wir sind bei 100%. Damit ist der Krieg vorbei. Das ist ja schon mal schön. Und dann haben wir auch noch Mariam gefangen genommen. Die schauen wir uns gleich noch an. Und schon wieder ist der Eifer des Katholizismus gesunken, weil ein sündhafter Fürst, Erzbischof von Niederlothringen schon wieder rumgemacht hat. Verflixt nochmal. Aber was ist hier los? Hier sind ja wirklich viele beteiligt. Es ist unsere Pflicht, die Beziehungen zwischen der nächsten Generation von Herrschenden zu pflegen, meine Königin Alinor. Einige eurer einflussreichsten Vasallen haben Kinder, die Leonor unbedingt kennenlernen sollte. Warte mal, Leonor, meinst du unsere Tochter, oder? Genau. Und Herzogin Beatrice ist die Cousine von uns, die in Valladolid sitzt. Vilmaranos Sohn aus Portugal und Alvar Vela von unserem Freund aus Vizcaya. Ja, wir können ja die Freundschaft mit Vizcaya weiter am Laufen halten, finde ich. Oder sie bekommt das alleine hin, dann erhält sie Prestige. Aber nee, sie kann sich ruhig befreunden. Oder bringt es was, wenn wir sie mit Valladolid... Ich bin mir ja die ganze Zeit nicht sicher, wie wir am einfachsten an Länder reinkommen. Ob wir das besser schaffen, wenn das Feinde von uns sind und wir es denen abnehmen. Oder wenn es Freunde von uns sind. Also ich würde mal sie mit dem Sohn unseres Freundes zusammentun. Und wir können hier pausieren. Ach, blöd. Jetzt haben wir noch die Schlacht hier angefangen. Das muss ja jetzt gar nicht mehr sein. Ich denke, wir können jetzt hier ganz eindeutig sagen. Nee, nicht die Schlacht, sondern die Forderungen erzwingen. Ach, das geht jetzt genau nicht, weil wir in der Schlacht sind. Sowas Blödes. Gut, dann schauen wir uns die nochmal an. Die anderen können schon mal zurückkommen. Oder sich dazu gesellen, wenn sie es noch schaffen. Aber ich denke, das hat sich jetzt schon erledigt. Genau.
Und jetzt haben wir noch 3 weitere Leute gefangen genommen. Schauen wir nochmal ganz kurz, ob wir irgendwelche Verluste gemacht haben. 46 Mann, das ist ja wirklich jetzt nicht so schlimm. Die Aufgebote sind fast komplett hinüber. Wir hatten nur 3 Ritter in der Schlacht, das ist ein bisschen eng. Aber wir haben trotzdem einen ihrer Ritter erschlagen und sie sind alle gut davon gekommen. Auch der Herzog von Portugal hat nichts abgekriegt. Ein Scheich ist umgekommen. Okay, wunderbar. Dann schauen wir jetzt vorher noch einmal in unseren jetzt sehr vollen Kerker, meine Herren. Und schauen mal, ob wir hier noch ein bisschen Geld rauskriegen, bevor wir irgendjemanden nach Hause entlassen. Wobei die alle im Kerker sind. Es sind alle im Kerker. Jetzt probiere ich das einfach einmal. Ich glaube, die müssten eigentlich alle drin bleiben im Kerker. Wenn sie im Kerker sind, dann sollten sie auch nach dem Frieden im Kerker bleiben. Wir kriegen ein bisschen Prestige. Der Eifer des Katholizismus sinkt weiter. Das ist natürlich nicht so cool. So, wir sind ein viel größerer Feind. Da hast du recht. Und wir haben jetzt tatsächlich 10 Domänen hier. Das ist ein bisschen viel. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Und wir sind das neue Kriegsziel von wem? Von Marwadit. Die wollten jetzt hier... die wollten diese Provinz erobern. Das ist natürlich ungünstig. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal im Krieg bleiben. Allerdings sind die auch sehr schwach. Sehe ich also jetzt nicht so richtig als Problem an. Aber wir haben schon irgendwie Teile unserer Armee aufgelöst. Oder wie sehe ich das? Ach nee, da. Da sind wir ja noch. Ja, dann müsst ihr jetzt leider da bleiben, liebe Freunde. Müsst ihr hier jetzt weitermachen. Kleinen Kreis laufen. Und ihr müsst hier auch weitermachen. Und letzten Endes müsst ihr nach Badajoz. Aber schauen wir mal, dass wir euch irgendwie zusammenkriegen. Ja, das ist ein bisschen ungünstig, aber gut. Wir liegen über der Domänenschwelle. Das ist uns klar. Jetzt machen wir mal gleich direkt am Anfang. Achso, wir wollten ja auch unsere Lehnsautorität erhöhen. Das habe ich beim letzten Mal vergessen, war? Ist auch nicht zu fassen. So, erstmal Domänenverwaltung. Lass ich mal ganz kurz laufen. Dann haben wir 8, die wir als Möglichkeit haben. So, dann machen wir das jetzt, auch wenn das fast unser ganzes Prestige kostet, dass wir die Lehnsautorität jetzt nach oben setzen. Auf 2. Ich hoffe, das ist gut. Dann lassen wir nochmal kurz weiterlaufen. Momentan kriegen wir ja noch keine negativen Einflüsse durch die erhöhte Domänenschwelle. Aber die Einnahmen sind bei 17,1. Das ist doch was. Oder? Also, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wenn wir die Armeen auflösen, sind wir irgendwie da unten bei minus 2 oder sowas. Dann müssten wir plus 15 Gold kriegen. Das ist doch mal... Das klingt doch super. Und jetzt sind auch noch Getreideäcker in Zamora gebaut. Militärausgaben, Kriegsvolk, Verhandlungsgeschick haben wir erhalten. Damit ist der Unterhalt des Kriegsvolks deutlich billiger. Und wir müssen uns überlegen, wem wir hier was abgeben. Ob wir hier Portugale, tja, wie wir das hier angehen. Also grundsätzlich könnten wir natürlich denen einfach sagen, hier weißer Frieden und ist gut, liebe Freunde. Denn ihr habt überhaupt keine Chance. Das würden sie sofort annehmen. Auf der anderen Seite, wenn wir da den Frieden erzwingen, dann bekommen wir 134. Naja, so viel ist es auch nicht, was wir da jetzt bekommen. Aber gut, das wird sich gleich erledigt haben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Schauen wir erst einmal, bevor wir uns um die Domänen kümmern, in unserem Gefängnis nach. Genau, da sind also alle noch da. Ach, Moment. Mariam ist jetzt schon gestorben. Vielleicht sollten wir uns beeilen. Wir sind doch gar nicht mehr so sadistisch. So, der erste. Fruela Rodriguez. Ein guter Kämpfer. Das ist, glaube ich, der, den wir ja schon seit Ewigkeiten hier drin haben. Der ist schon seit 8 Jahren da, genau. Und da können wir, für den kriegen wir einfach nichts. Den können wir nur bei uns an den Hof holen. Der bleibt also weiter im Kerker. Unsere Herzogin ist jetzt seit 4 Jahren im Kerker. Kann sie mittlerweile die 100 bezahlen? Nein, kann sie nicht. Aber 68 kann sie bezahlen. Wir können natürlich auch einen Gefallen von ihr einfordern.
Was ist denn, wenn wir die Freilassung verhandeln? Sie ist halt unsere Cousine, ne? Ansprüchen abschwören würde heißen, sie würde den Anspruch aufs Königreich, das Herzog von Kartabrien und die Grafschaft Asturias de Santillana verlieren. Würde sie natürlich auch annehmen und ein schwaches Druckmittel könnten wir noch dazu uns besorgen. Damit kann keiner mehr den Anspruch von ihr auf das Königreich zumindest holen, aber sie behält natürlich den Anspruch hier auf Kastilien und die ganzen Grafschaften. Ist uns das lieber als 68? Ich glaube erstmal vielleicht ja. Cousine. Also ich weiß es nicht so genau, aber ich mache das mal so jetzt. Ich verhandle das so mit ihr. Sie verliert natürlich Meinung von uns und zwar 30, 50. Ah, die wird uns richtig hassen. Wenn wir sie einfach so entlassen, gewinnt sie 20. Und wenn wir sie mit Geld entlassen, dann gewinnt sie nichts, ne? Na komm, dann lassen wir sie jetzt für 68. Nee, die wird noch ein bisschen Geld zusammenkriegen. Okay, dann die können wir, glaube ich, alle freilassen jetzt hier. Alim Marwald sitzt bei uns im Knast. Der bringt, hallo? 100. Hervorragend. Machen wir. Ist zwar ein ganz guter Kriegsführer, aber trotzdem. So, Dima Bint Sidrei, auch aus dem Haus Marwanit. Kann nicht freigekauft werden. Scheich Lope würde das nicht akzeptieren. Und das ist Scheich Lope, oder was? Nee. Wer ist denn Scheich Lope? Da ist Scheich Lope. Dem gehört das hier. Na, mal schauen, wie das dann ist, wenn wir das hier besiegt haben. Vielleicht ist es dann was anderes. So, dann haben wir hier Wali Mukhtar. 30 Gold. Was ist denn das für einer? Begriffsstutzig und ein Hatschi. ja, ist auch ein schlechter Mann. Komm, geh nach Hause. Garcia al-Hakames, der ist aus dem Haus, ebenfalls aus dem großen Haus, Umayyad Silves. Oh, der ist. Nee, Prachtstufe. Warte mal. Das bist du, richtig? Na, für den gibt es gar nichts. Schwaches Druckmittel gibt es für den. Komm, geh nach Hause. Lass mich in Ruhe und geh nach Hause. Und Prinz Al-Hakam, der müsste doch jetzt was bringen. Der bringt auch nichts. Ist ja nicht zu fassen. Der hat 12 Ansprüche und du kriegst keinen Cent für den. Er ist verschreckt. Er ist ein Said. Aufstrebender Schwertmeister. Verwundet. Ach, Leute. Ach so, das geht gar nicht. Achso, der bezahlt hier teilweise für die anderen, oder was? Interessant. Na gut, dann lassen wir erstmal kurz weiterlaufen, verkaufen erstmal die beiden für 30, für ein schwaches Lösegeld. Malik Fuela und nochmal 100. Jetzt fragen wir nochmal, was der Prinz jetzt macht. Nix. So, Maria hat plus 20 Meinung bekommen, unsere Cousine. Interessant. Du liegst schon bei 71. Dich lassen wir frei, wenn du bei 100 bist. Und alle anderen dürfen wir nicht. Dann behalten wir sie erstmal. Und wir haben leidenschaftliche Interessen an Oneka natürlich. Mein Zauberstern Oneka spielt zerstreut mit meinem Haar, während sie mir etwas über Gerüchte bei Hofe erzählt. Obgleich ich nur wenig von solchen Dingen weiß, bin ich bezaubert von ihrer Leidenschaft für das Thema. Ihre wunderschönen Augen leuchten förmlich und das tiefgründige Wissen hinter ihren Worten ist offensichtlich, auch für einen Laien wie mich. Ich könnte ihr wohl ewig zuhören. Oneka, ich glaube, ich liebe dich. Tue ich das? Sie wird unser Seelengefährte und wir erhalten 500 Ränke Spiel Lebenswandel. Ach so. Ja, Moment. Entweder oder. Entweder wird sie Seelengefährte oder sie findet das überhaupt nicht cool. Wie interessant, könntet ihr mir das nochmal erklären? Da kriegen wir Ränkespiel-Lebenserfahrung. Seelengefährte, wollen wir das? Naja, vielleicht ein paar Kinder und dann können wir, wenn unsere Frau gestorben ist, gleich weitermachen. Wir sind unersättlich. Ich glaube, ich liebe euch. Meine Liebes. Oh. Oder? Meine Liebeserklärung trifft Oneka
Unvorbereitet, ihre Hand in meinem Haar hält inne und ich spüre, wie ihr Herz an meiner Wange pocht. Mein eigenes schlägt ebenso heftig. Ist das wahr, Roderico, der Zweite? Ich fühle seit so langem ebenso. Doch ich hätte nie gedacht, der Kuss, der diesen Satz beendet, ist das Süßeste, was ich je gekostet habe. Ich bin der glücklichste Mann von Asturien. Sie wird unsere Seelengefährtin. Und ich hoffe, es findet keiner raus. So. Wie lange dürfen wir denn noch über der Domänenschwelle bleiben? Bis zum 17. Februar. Der Bauch von Oneka wird immer größer und es kann keinen Zweifel geben, sie ist schwanger. Sie hat zwar nichts gesagt, doch könnte es das Ergebnis unserer fleischlichen Gelüste sein. Ich werde vielleicht nie Gewissheit haben, doch ich werde es mich immer fragen. Oneka ist als Verbrecher bekannt. Was ist erlaubt, sie zu bestrafen? Warte mal, sie ist als Verbrecher bekannt. Weil sie jetzt schwanger ist wahrscheinlich, ne? Unzüchtig, ja. Wenn sie direkt wegen unserer Affäre in den Knast stecken, das ist ja auch cool. Ich frage sie mal. Ich möchte es gerne wissen. So, wir haben einen Schmugglerring. Natürlich ist es eures, Roderico der Zweite. Ich mache mir Sorgen, dass jemand sie gehört hat, doch wir verweilen allein in der Stille. Es ist auch gut so, denn ich muss plötzlich über vieles nachdenken. Wir beide, ein Kind? Das ist eine freudige Nachricht, die wir teilen müssen. Wir decken unsere Affäre auf. Die Welt erfährt von der wahren Abstammung meines Kindes und das ungeborene Kind von Oneka Gaunz wird als unehelich bekannt sein. Ja, das ist natürlich schwierig. Wir behalten es erstmal für uns. Ich wollte ja eigentlich auch sehr gerne, Moment, was gibt's hier? Ratschlag zu Bastarden. Oh, liebe Freunde, den müssen wir mal kurz zusammenlesen. Verzeihung, der ist tatsächlich neu. Hoppla, offenbar habt ihr einen Bastard gezeugt. Das kann eine Gefahr sein, aber auch eine Gelegenheit. Es ist nicht nur schlecht, Bastarde als Kinder zu haben. Ihr könnt sie zu Zwecken von Bündnissen verheiraten, ohne dass sie eine direkte Gefahr für eure Nachfolge darstellen, da sie nicht als legitim gelten. Es könnte sich sogar lohnen, ein paar Bastarde zur Hand zu haben, damit ihr sie legitimieren könnt, falls euch die ehelichen Kinder ausgehen. Achtet aber immer auf die Meinung, die euer Ehepartner von euch hat. Falls ihr Bastarde zeugen möchtet, solltet ihr das Verführungskomplott, ja, das haben wir gemacht. Okay, ja, also jetzt keine große neue Information. Also wir könnten das Kind legitimieren. Wir schauen mal, was rauskommt. Wenn es eine Tochter ist, ist eher wurscht. Bei einem Sohn, dann könnten wir schauen, ob wir den vielleicht legitimieren. Welche Gebiete geben wir ab und an wen? Hier ist natürlich die Kontrolle jetzt erstmal ganz furchtbar überall. Wer ist das hier? Ist der mit uns im Krieg? Nein, der ist im Krieg mit denen. Um das Gebiet. Meine Güte, die kämpfen ja aber auch überall. Das Scheichtum von Lissabon wird hier jetzt gerade angegriffen. Von Navarra. Also ich möchte jetzt gerne hier diesen Krieg mal zu Ende bringen. Nicht immer überall Krieg führen. Jetzt gehen wir hier nach Badajoz. Dann sollte das doch gehen. Auch wenn wir da über Land müssen. Oder warte kurz hier, dann kriegst du gleich keinen Abzug, wenn wir das fertig haben, glaube ich zumindest. Komm, Belager zu Ende. So, die Fraktion von dem Grafen Leon hat sich schon wieder aufgelöst. Wir haben schon wieder Gefangene gemacht. Ein Kind hier. Lösegeld fordern. Wird nicht annehmen. Aha. Der will ihn nicht wieder haben, oder was? Interessant. So, jetzt haben wir die Belagerung durch und jetzt können wir dahin, ohne dass wir da Schaden von haben. Müssen wir noch was anderes besetzen? Könnten wir. Gehen wir da noch runter. 32 für die Belagerung haben wir bekommen. 21 dafür. Könnten schon wieder was ausbauen eigentlich. Und Guilherme ist leider gestorben im Kerker. Das tut mir leid. Er war ein nachdenklicher Junge. Und er ist nur 7 Jahre alt geworden. Ja, das wäre der, den wir gerade erst eingekerkert haben. Wenn ich mich richtig entsinne. Ist das die mit den Onaga? Ja. Gut. Halt, das ist die Feindarmee. Bleibt mal zusammen, Jungs. Jetzt zieht sie nach oben, aber ich glaube nicht, dass das noch viel bringt. Führung durch den Ratsmarschall haben wir bekommen. Die Fraktion ist wieder geschaffen worden.
Also dieser Herzog aus Leon, der hat echt eine Macke. So, die werden jetzt hier belagern, aber ich denke, das ist hinfällig. Wir werden das hier jetzt unten fertig belagern, die Hauptstadt. Jetzt ist schon wieder eine Freiheitsfraktion der Portuchala geschaffen worden. Also wir müssen uns schon ein bisschen dran halten. Also was wirklich ein Problem sein wird jetzt, ist echt diese religiöse Geschichte überall. Oh, jetzt. Und Neka trägt die Bürde einen vaterlosen Bastard geboren zu haben. Welch grauenhafte Lage für eine unverheiratete Frau. Und ihr Kind, und doch darf es niemand wissen lassen, darf ich niemanden wissen lassen, dass ich der wahre Vater bin. Was soll nur aus meinem Kind werden? Es ist ein Sohn, Luis Oneques Gelones, aus dem Haus Gelones. Das könnte ein Skandal werden. Oder wir decken die Kindes Abstammung auf. Dann erlaubt es aber auch eigentlich Leuten, mich in den Kerker zu schmeißen. Das geht aber, glaube ich, nicht, oder? Oder kann der Herzog einen König in den Kerker schmeißen? Ich glaube, das schafft er nicht. Aber es bringt natürlich Zündstoff in die ganze Zündstoff ins Land. Auf der anderen Seite habe ich einfach keinen Sohn, ne? Können wir das irgendwann öffentlich machen? Können wir das später öffentlich machen oder muss ich das jetzt entscheiden? Wir können sie einfach heiraten, theoretisch. Können sie auch erpressen. Was würde denn passieren? Ich kann ja da mal draufklicken. Einmal ganz kurz. Was würde denn hier passieren, wenn wir uns jetzt mit ihr verheiraten? Achso, das geht gar nicht, oder was? Hä? Absender und Empfänger. Keine gültigen Charaktere gefunden. Okay. Das geht, glaube ich, so einfach nicht. Naja, unser Ehepartner, die wird das nicht so cool finden. Das ist schon mal ziemlich sicher. Aber wir haben auch gerade keinen Komplott. Weißt du was? Wir beeinflussen sie mal positiv. Wir können ihr noch ein Geschenk Ehescheidung ersuchen. Warte mal. Das wird sie nicht annehmen. Der Papst findet das auch doof. Die Königin natürlich doof. Ich möchte ja sie gar nicht verlieren. Sie ist immerhin dafür zuständig, dass wir hier jetzt zwei weitere Domänen besitzen dürfen. Also ich hoffe, ich kann das später nochmal aufdecken. Deswegen würde ich jetzt sagen, wir lassen das erstmal als Geheimnis hier. Und dann schauen wir weiter. Die Erinnerungen bleiben. Ach du meine Güte, was ist denn hier los? O Ximeno, wenn ihr noch bei mir wärt. Ach, nein, unser Freund. Ihr würdet mir sagen, ich solle stark sein. Würdet erklären, dass alles besser werde und ihr hättet recht damit. Wie immer. Aber zuerst muss ich fluchen und weinen. Wie sollte ich auch anders, nun, wo ihr nicht mehr in dieser Welt seid? Herzog Ximeno Veles von Vizcaya, unser bester Freund, ist mit 62 Jahren gestorben. An seinen Verletzungen. Ach, diese inneren Kriege hier die ganze Zeit führen dazu, dass jetzt unser bester Freund gestorben. Ich werde euch niemals vergessen. Unsere Freundschaft war mir so wichtig. 10 Anspannung. Ein geringer Preis. Und unsere Mutter ist gleich hinterher gestorben. Bertha an Altersschwäche. Jetzt haben wir 40 Anspannung erhalten. Die Frau von König Diaco. Die französische Frau vom Haus Carling. Tja, liebe Mutter, athletisch war sie noch, eine Wohlgestalt, auch ein Bastard im Übrigen und ein echter Trostfresser, ruhig, ehrgeizig und tapfer. Halleluja, hier ist was los. Jetzt sterben uns hier die Leute weg. 98% Kriegsstand, wir wollen wirklich Schluss machen hier, wir haben keine Lust mehr.
auf irgendwas. Wir gehen auch nicht dahin. Wir sammeln uns jetzt hier gemeinsam und greifen die Jungs hier an. Die verziehen sich auch schon wieder. Und ich denke, wir sind bei 99. Jetzt muss mal Schluss sein. Armeen zusammenfassen. Achso, wir brauchen den Angriff gar nicht mehr machen. Forderungen erzwingen, Forderungen erzwingen. Nochmal Gold an uns. So sei es. Und jetzt lösen wir aber unsere Leute wirklich auf. Haben ein gutes Polster an Geld und gute Einnahmen. Und unser Ratskanzler war unser bester Freund, ha, der nicht mehr unter uns weilt. Ach, das ist doch wieder ärgerlich und traurig. Wir sind nun wirklich nicht gesegnet mit vielen Freunden. Und schaut mal, wie das hier alles sich schon wieder negativ entwickelt hat. Also Juan mit minus 35, Herzog von Sanz mit minus 8. Aber gut. Der Herzog hier, der wird jetzt nicht mehr Ratsverwalter, denn wir haben bessere Ratsverwalter. Wir haben doch eigentlich sogar jemanden, also entweder den Bürgermeister oder wirklich unseren Bruder. Das sollten wir nicht tun, aber der Herzog von Sanz wird jetzt hier unser Kanzler. Moment, hier. So. Und dann bringen wir unseren Bürgermeister hier als Ratsverwalter ran, glaube ich. Kaufmännisches Genie. Also wir könnten sonst nur unseren Bruder, aber ich glaube, das ist eben eigentlich nicht der, den wir da unbedingt haben wollen. Wir müssten halt Vilmarano irgendwie was geben. Was kann denn der? Der kann Ränke spielen mit 14 und Diplomatie mit 13. Aber das macht jetzt ja der Sandmann. Der Sandmann. Ja, nee, ich glaube nicht, dass wir jetzt noch so politisch agieren. Eventuell geben wir dem Portugalemeister hier ein Teilstück von unten drunter. Also hier, du wirst das. Wobei du Bürgermeister von hier unten bist. Das ist natürlich auch krass. Der wird jetzt unser Ratsverwalter. Das ist natürlich ein bisschen schwierig. Aber er ist katholisch und kastilisch. Außerdem sadistisch. Das erinnert uns an unseren Vater. Feige, zufrieden und sadistisch. Naja, gut, okay. Ja, was soll man sagen? Man kann nicht alles haben. So, Kontrolle müssen wir in irgendeiner Form mal verbessern. Wir haben hier die heimischen Angelegenheiten. Wo bist du dran? Du bist in... Hier, richtig. Der Fortschritt ist bei 91. Ja, wir können es ja noch zu Ende machen lassen, aber da müssen wir hier unten irgendwie weitermachen. Es sieht hier überall nicht so cool aus. Also hier scheint ja auch ein Problem zu bestehen. Was ist hier mit der Kontrolle? Die ist bei 12 in Astorga. Warum mögt ihr den? Also ich mag ihn auch nicht, aber warum mögt ihr ihn nicht? Das gehört eigentlich zu uns. Wollt ihr das damit sagen? Man weiß es nicht so genau. Aber was wir jetzt noch als kleine letzte Aktion hier nochmal machen, ist einmal zu schauen, diese neue Aktion uns anzuschauen. Titel aberkennen. Wenn wir ihr Burgos aberkennen würden oder sogar das Herzogtum Kastilien aberkennen würden, dann würde sie einen starken Anspruch natürlich bekommen. Da sie eine Verbrecherin ist, kann ich das machen, ohne als Tyrann zu gelten. Sie hasst uns natürlich, das ist klar. Und wird wahrscheinlich unser Rivale. Aber was wir natürlich machen können, also was ist denn mit diesen Dingern hier eigentlich? Das würde ihr noch gehören, ja. Da haben wir scheinbar keinen Anspruch drauf. Aber wir könnten das machen, da sie jetzt eh gerade im Kerker ist, und ihr dann Teile hier unten geben, damit sie uns vielleicht wieder ein bisschen mehr mag. Wir hätten dann sowieso auch 13 Domänen, da müssen wir 5 abgeben. Also sie kann dann das ganze Gebiet hier unten bekommen.
Und wir holen uns das hier. Wir müssen ein bisschen umverteilen. Gut. Und dann können wir sie entlassen und ihr auch noch auftragen, dass sie diese Ansprüche auf dieses Land komplett vergessen soll. Das finde ich sehr gut. Das probiere ich, glaube ich, einmal aus, bevor ich das mit euch zusammen mache, wie das funktioniert, bevor ich es falsch mache. Und da wir gerade schon wieder bei einer halben Stunde sind. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir uns hoffentlich Teile von Kastilien endlich unter die eigenen Fittiche holen. Bis dahin, macht's gut.